Brüder und Schwestern in Christus, das heutige Evangelium ist ziemlich klar und es ist auch keine große Neuheit, die wir gehört haben, dass wir Gott und den Nächsten lieben sollen. Das lernt man schon, wenn man also kirchlich sozialisiert aufwächst, als kleines Kind. Du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben, ihm Gutes tun. Aber ich glaube, aber ich bin auch davon überzeugt, dass die meisten von uns sich nicht im Klaren sind, was für ein Anspruch dahinter steht. Wenn Jesus dieses Gebot noch einmal in Erinnerung ruft, weil die Situation, die wir heute hier sehen, ist, also das ist für uns belanglos, aber das zeigt auch etwas davon, was für ein Anspruch dahinter steht. Weil es gibt, also anscheinend hat Jesus vorher mit den Sadduzäern geredet, und das war so eine Partei, sagen wir, in Israel zur Zeit Jesu. Die haben ihre so Vorstellungen davon gehabt, wie man das Gesetz beachten soll und wie das funktionieren soll. Auch ihre eigene Religiosität und Traditionen. Aber Jesus hat ihnen einen Maulkorb verpasst, anscheinend. Weil die Pharisäer haben davon Wind bekommen, und das war wieder eine andere Partei. Und die haben sich mit den Sadduzäern nicht so gut verstanden. Also die Sadduzäer, das waren die, die eher an der Macht waren, die das Sagen hatten. Und die Pharisäer, das war eher die fromme Partei. Also die waren nicht so an der Macht, hätten es gerne, aber das ging aus verschiedenen Gründen nicht. Und da wittern sie ihre Chance bei Jesus. Und die Frage, die sie ihm stellen, ist einfach dumm. Weil jeder Jude weiß das. Da brauchst du nicht fragen, was das größte Gesetz ist. Die Juden lernen das. Das ist einfach. Und trotzdem stellen sie diese Frage. Ich vermute, dass, was der Evangelist hier festhält, Jesus auf die Probe stellen, ich weiß nicht, was er damit meint. Also ich vermute, das ist schwer zu verstehen. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Pharisäer auch ein bisschen vor Jesus gut dastehen wollten. Also die Sadduzäer, die haben dir dumme Fragen gestellt und du hast sie zurechtgewiesen, ihnen gezeigt, wo es lang geht. Und jetzt kommen wir, die fromme Partei, und ja, so demütig wie wir sind, fragen wir: Jesus, sag uns noch einmal, welches Gebot ist das Wichtigste? Obwohl sie es ganz genau wissen. Sie müssen es nicht fragen, tun es trotzdem. Also die Gründe, die dahinter stehen, sind entweder belanglos oder schwer nachvollziehbar, also für mich zumindest, wenn man das so ganz kalt betrachtet. Und trotzdem, also Jesus könnte sie zusammenschimpfen und sagen: Lasst mich in Ruhe, stellt dumme Fragen, obwohl ihr das weißt, was die Antwort ist. Jesus macht sich die Mühe, die Antwort zu geben. Na, viel Mühe ist es nicht, aber trotzdem, er müsste es nicht tun. Weil er eines ins Zentrum seiner Verkündigung gestellt hat, dass wir zu Liebe berufen sind. Er zeigt es durch sein ganzes Leben hindurch, also an seinem ganzen Leben wird es sichtbar, was es heißt, Gott zu lieben. Und wir wissen seinen Weg, kennen seinen Weg. Er ist Mensch geworden, hat wie ein Mensch gelebt, ist wie ein Mensch unter schrecklichen Umständen gestorben für uns, ist von den Toten auferstanden. Alles im Gehorsam gegenüber dem Vater, also Gott gegenüber. Und das ist Liebe. Das ist die Liebe, von der Jesus Ahnung hat. Es wird auch sichtbar, wenn man die erste Lesung liest. Also die ist auch ein bisschen unverständlich. Also aus dem Buch Exodus wird den Juden aufgetragen: Ihr sollt, wenn ihr in eurem Land wohnt, die Fremden nicht schlecht behandeln, weil ihr selber Fremde wart und Gott hat euch errettet. Da geht es genau um dasselbe.
nur mit einem anderen Wort bekleidet. Im Alten Testament wird nicht so sehr von der Liebe gesprochen, sondern, das ist gleichwertig, von der Barmherzigkeit. Seid barmherzig den Armen gegenüber. Das ist die Botschaft, die hier die Juden bekommen, weil sie selber in Ägypten Fremde waren. Das heißt, sie sollen wie Gott lieben, weil sie selber diese Liebe erfahren haben. Und jetzt zurück zu Jesus. Was bedeutet es jetzt für dich und für mich, dass wir Gott lieben sollen? Und noch dazu unseren Nächsten. Braucht man eigentlich nicht zu erklären, aber ich glaube, dass da eine Erklärungsnot auch in der Kirche besteht. Weil wie oft muss ich mir das anhören, wenn einer der Bischöfe oder der Papst selbst dazu aufruft, Flüchtlinge aufzunehmen. Nicht so blauäugig, sondern weil wir als Christen dazu verpflichtet sind, anderen Hilfe zu leisten. Mich hat beeindruckt, wie Kardinal Schönborn, wie die ganze Flüchtlingskrise in Österreich ausgebrochen ist, einmal gesagt hat, also was soll ich tun, wenn einer an meine Tür anklopft, ich aufmache und er steht da und braucht Hilfe? Was ist meine Pflicht? Braucht man nicht lange überlegen. Politische Lösungen ist eine andere Ebene. Aber daran zeigt sich auch, wie wir unsere Nachfolge leben. Und das geht nicht nur um die Flüchtlinge, sondern um viele Bereiche in unserem Leben. Wie behandle ich Menschen, mit denen ich mein Leben teile? Mit manchen lebe ich unter einem Dach. Wie sieht es da aus? Kann ich Gottes Antlitz in meinem Bruder, in meiner Schwester sehen oder nicht? Erinnere dich vielleicht, wie oft du in deinem Leben die Liebe Gottes erfahren hast. Bei dem anderen wird es öfter vorgekommen sein, bei dem anderen weniger oft. Und diese Momente, in denen man die Liebe Gottes am stärksten erfährt, sind meiner Erfahrung nach Momente, wo man ziemlich am Boden ist. Wo du nicht weiter weißt, wo alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind und sich keine neue öffnet. Da ist es einfach zu beten. Und das ist auch nichts Schlechtes, in solchen Situationen zu beten. Das ist ein sehr guter, natürlicher Drang, finde ich. Aber wenn du dort die Hilfe Gottes erfährst, das heißt nicht, dass er deine Probleme immer lösen wird, so wie du dir das vorstellst, aber wenn du seinen Beistand, seine barmherzige Liebe an dir erfährst, wie kannst du dann an deinem Bruder, deiner Schwester nicht barmherzig handeln? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Wie können wir als Christen ein hartes Herz haben gegenüber anderen Menschen? Wie können wir manchmal so reden, wie wir über andere reden, über Politiker, die Entscheidungen treffen, die uns nicht immer gefallen, die manchmal falsch sind, manchmal gut, was weiß ich. Es ist schwer zu urteilen in diesen Fällen. Wie sprichst du über sie? Wie denkst du über sie? Ist ein Quanten Barmherzigkeit dabei oder nicht? Sag so, mich hat das einmal sehr beeindruckt, wie ich in Augsburg war bei der Mehrkonferenz. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das war vor 2, glaube ich, Jahren, wo ein freikirchlicher Pastor gesagt hat, er hat den Eindruck, dass die Protestanten an einer Krankheit leiden, dass ihr Herz einfach sehr hart ist gegenüber den Katholiken. Und jetzt über alle Konfessionen hinweg, das ist nicht so wichtig, diese Situation, aber wie er das erklärt hat.
Wir haben ein hartes Herz und können es nicht öffnen. Dann hatte die Katholiken gebeten, die dort waren, für die Protestanten zu beten, um ein weiches Herz. Mein Herz, das sich aufweichen lässt. Und ich glaube, das trifft nicht nur auf die Protestanten zu. Wir haben auch sehr oft ein hartes Herz. Also ich sehe das in meinem Leben. Wenn ich nicht gut drauf bin, wenn das Wetter ist, so wie heute und gestern, da fällt es mir schwer, barmherzig zu sein. Weil ich schlechte Laune habe und nicht will. Das ist das, was wir im Psalm gehört haben. Ich will dich lieben. Und was ich dazu schreiben würde, ist das, was der Paulus auch erlebt hat. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich will, aber ich kann nicht manchmal. Und wenn du so eine Erfahrung machst, dass du eigentlich im Grunde genommen ein guter Kerl bist im Herzen und gut sein wirst, aber nicht kannst manchmal aus deiner Heimat heraus, weil da ein hartes Herz ist irgendwo. Wie können wir dann anderen gegenüber unbarmherzig sein? Und versteht mich nicht falsch, es geht nicht in diesem Moment um Flüchtlinge, sondern um viel mehr. Wenn dir der Herr ein Herz für sie gibt und Möglichkeiten zu helfen, mach es. Aber es ist eine noch größere Krankheit als das. Es geht nicht um die Politik, sondern darum, wie wir leben. Und ob das, was im Evangelium steht, belanglos ist, so wie für die Pharisäer und Sadduzäer, wie das Alte Testament für sie wirklich ohne Bedeutung war letzten Endes für ihr Leben. Wirklich ohne Bedeutung. Oder ob du dich aufraffen kannst, mit seiner Hilfe und so wie Jesus lebst, versuchst mit ganzer Kraft, obwohl du weißt, du bist schwach, das zu leben, was er vorgelebt hat. Das ist die Frage heute. Nicht, ob du die Gebote kennst und die Vorschriften der Kirche. Nicht, ob du dich in der Theologie und der Heiligen Schrift auskennst. Aber ob in dir die Sehnsucht ist, zu lieben. Jenseits jeder Religiosität. Gibt's die Sehnsucht in dir? Wenn ja, dann gibt's in dir etwas Göttliches. Halt an dem fest und geh dieser Sehnsucht nach. Versuch kein Pharisäer zu werden, kein Sadduzäer, kein Heuchler. Das ist manchmal so schwierig. Aber ich glaube, das ist auch das, wozu Jesus immer wieder ruft. Mach mal ernst mit deinem Leben, mit aller Freude. Das ist auch etwas, was ich jetzt letztens gehört habe und das steht auch in der Bibel, es ist keine Erfindung. Da, wo der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, und das ist auch ein sicheres Zeichen für sein Wirken, schenkt der Herr immer Freude. Und wo du liebst in deinem Leben, wird der Herr dir auch Freude schenken. Das klingt jetzt so sehr ernst, ist es auch. Aber letzten Endes geht es darum, um die Freude des Evangeliums. Die Freude des Heiligen Geistes, die der Herr dir schenken wird und will. Wenn du das versuchst zu tun, was Jesus getan hat.